Ich erinnere mich immer noch genau als Kind, da gab es eine für mich sagenumwobene Verbindung von Stuttgart direkt nach Florenz. Wenn man kurz bevor man mit dem Nachtzug dann früh morgens in dieser wunderschönen Stadt Florenz ankommt, heißt es immer Firenze Campomarte. Und an dieser Stelle freue ich mich hier heute, eine Verbindung herzustellen, die die Bahn AG längst eingestellt hat. Denn nicht nur in Stuttgart kämpfen wir gegen Tunnelwahnsinn, Milliardenverschwendung und dafür, dass wir oben bleiben, sondern auch in Florenz heißt es Köpfchen zeigen, oben bleiben. Und deswegen begrüßen Sie mir hier mit mir den ehemaligen Vorsteher von Campomarte in Florenz, Benvenuti Tiziano Cardosi. Sono molto contento di essere qui oggi tra voi. Oggi è un giorno importante per Stuttgart, la 250esima manifestazione contro Stuttgart 21, ma è una giornata importante per tutti. L'8 dicembre è la giornata internazionale contro le grandi opere inutili imposte, anche nella mia città, Firenze. Heute ist ein wichtiger Tag für Stuttgart. Die 250. Demo gegen S21. Aber es ist auch weltweit ein wichtiger Tag. Der 8. Dezember ist der internationale Protesttag gegen die unnützen und aufgezwungenen Großprojekte, auch in meiner Heimatstadt Florenz. Il fenomeno dei progetti sbagliati è enorme in questa fase economica. In Italia sono quasi 400 i progetti approvati che non rispondono a nessuna utilità sociale, ma solo all'esigenza delle imprese di avere profitti sicuri garantiti dallo Stato. Das Phänomen sinnlose Großprojekte ist in der heutigen Wirtschaftssituation auffallend häufig. In Italien gibt es fast 400 genehmigte Bauprojekte, die keinerlei gesellschaftlichen Nutzen haben, sondern nur die Unternehmerforderungen nach staatlich garantierten Gewinnen erfüllen. L'Italia sta sprofondando dopo la Grecia in un abisso di povertà. In Italia ci stiamo accorgendo che il fenomeno delle grandi opere inutili non è soltanto un'anomalia, ma è una caratteristica insita nel sistema economico che ci domina. Nach Griechenland versinkt jetzt auch Italien in einem Abgrund der Armut. In Italien merken wir immer mehr, dass die Zunahme schädlicher Großprojekte kein systemwidriger Fehler ist, sondern ein Wesenszug des herrschenden Wirtschaftssystems. Ci raccontano che queste grandi opere ci porteranno fuori dalla crisi. È falso. Ci faranno sprofondare ancora di più in una crisi che sta distruggendo l'Europa. Man erzählt uns, dass diese Großprojekte uns aus der Krise heraushelfen werden. Das ist falsch. Sie stürzen uns noch tiefer in eine Krise, die Europa zu zerstören droht. Questa Europa è in mano ad una oligarchia che nessuno ha eletto e che ha inventato anche il sistema delle grandi opere inutili e imposte. Eine kleine Machtelite, die niemand gewählt hat, hat heute Europa in der Hand. Sie hat das System zweckloser und aufgezwungener Großprojekte für sich erfunden. Da sindacalista ho imparato una cosa, che il primo posto dove muore la democrazia è nei posti di lavoro. Per questo oggi vorrei esprimere tutta la mia solidarietà
ai ferrovieri tedeschi che sono in lotta per migliorare le condizioni di lavoro. Als Gewerkschafter habe ich etwas gelernt. Demokratie stirbt zuerst am Arbeitsplatz. Deshalb möchte ich meine ganze Solidarität mit den deutschen Eisenbahnern aussprechen, die heute für bessere Arbeitsbedingungen und damit für eine bessere Bahn kämpfen. In Italia, ormai da 24 anni, è in vigore una legge che nella sostanza impedisce il diritto di sciopero. In Italien ist nun seit 24 Jahren ein Gesetz in Kraft, das das Streikrecht in seiner Substanz untergräbt. Questa iniqua legge non ha favorito il diritto alla mobilità, ma ha legato le mani dei lavoratori e imposto una serie di privatizzazioni che stanno demolendo il trasporto pubblico e creando debito che i lavoratori dovranno ripagare. Dieses ungerechte Gesetz hat nicht, wie behauptet, das Recht auf Mobilität gefördert, sondern den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen die Hände gebunden und so geholfen, Privatisierungen durchzusetzen, die den öffentlichen Transport zerstören und öffentliche Verschuldung verursachen, für die die Lohnabhängigen bezahlen. Vorrei invitarvi anche a meditare sulla repressione che in Italia si sta spiegando contro i movimenti in lotta contro le grandi opere inutili e imposte. In Val di Susa, per esempio, dove tutta la popolazione si oppone ad una stupida linea ferroviaria. Überall dort, wo sich Bewegungen gegen diese Großprojekte stellen, gibt es harte staatliche Repression, wie im Susatal, wo sich die ganze Bevölkerung gegen eine unsinnige Eisenbahn-Hochgeschwindigkeitsstrecke wehrt. In Val di Susa, quattro giovani accusati di aver distrutto un compressore di poco valore in un cantiere in quel momento deserto sono in prigione da un anno con l'accusa di terrorismo. Terrorismo, un reato assurdo. Dort sind jetzt vier junge Leute seit einem Jahr im Gefängnis angeklagt als Terroristen, weil sie einen billigen Kompressor auf einem damals verlassenen Bauplatz kaputt gemacht haben sollen. Anklage wegen Terrorismus, das ist völlig absurd. L'accusa di terrorismo è la risposta che i signori delle grandi opere inutili danno alle lotte democratiche e non violente. Il tutto mentre la magistratura sta denunciando nei cantieri corruzione, truffe infinite e infiltrazione delle mafie. Anklage wegen Terrorismus, das ist die Antwort der Herren der sinnlosen Großprojekte auf demokratischen und gewaltlosen Widerstand, während gleichzeitig überall auf den Baustellen ermittelt wird wegen Korruption, unendlichen Betrügereien und dem Einsickern der Mafia. Credo che nessuna metafora descriva la crisi meglio della follia delle grandi opere inutili e imposte. Per questo vi dico ancora che sono molto felice di essere qui oggi a Stuttgart, perché tutti noi insieme siamo ovunque si lotti per un futuro migliore. E per questo vi saluto dicendovi oben bleiben. Kein Bild die Krise besser beschreibt als der Wahnsinn der sinnlosen, aufgezwungenen Großprojekte. Rimaniamo su! Oben bleiben!